3, 2, 1, los geht's. Was geht ab, Leute? Endlich darf ich über die neue Season reden. Season 23, Lifeline Rework, neues Erbstück, neue Waffen. Ich musste lange schweigen, aber ich darf ab heute, ab dieser Sekunde, endlich drüber reden. Als Ehepartner hatte ich das Glück, dass ich schon erfahren durfte, was in Season 23 kommen wird. Aber an dieser Stelle folgt mir jetzt, damit ihr immer up to date seid. Denn bei mir kriegt ihr immer die neuesten Sachen als erstes. Fangen wir an mit Lifeline. Lifeline Rework. Lifeline kann mit ihrem Dock gleiten. Sobald sie in der Luft ist, kann sie sich an ihre Drohne festhalten und gleiten, solange bis sie den Boden berührt. Es geht eigentlich unendlich. Ihr Ult ist ziemlich krass. Es kommt so eine neue Barriere, also ihr Care Package kommt weg und es kommt so eine Barriere. Ihr müsst euch wie so einen Kreis vorstellen. Da schmeißt sie und ihr Teammates ist drin. Man kann sich heilen. Oben ist aber offen. Das ist wie dieses Gibraltar sein Dom, nur oben ist halt offen. Bedeutet, man kann Nades reinschmeißen, Teammates können rein und raus gehen, genauso wie Gegner. Mehr zu Lifeline erzähle ich euch dann im Stream. Diese Season wird Support Legend Meta sein. Wenn ihr jetzt kleine Syringes oder kleine Bats zieht, dann zählt das als ein großes. So als hättet ihr ein goldenes Knockdown Shield. Das Allerkrasseste ist, alle Legenden können jetzt Banner herstellen. Was dazu führt, dass die Kämpfe automatisch länger dauern wird, denn das ultimative Update wird sein, dass der Respawn Beacon in den Deathboxen spawnen. Jetzt kommen wir zu den Legend Updates. Gibraltar, seine Ult bekommt einen Cooldown. Er kann jetzt mit dem Shotgun so schnell rumlaufen wie Mad Maggie. Er hat einen kleinen Rework bekommen, denn die Devs meinten, er fühlt sich so ein bisschen hinterher an und deswegen möchten sie ihn den Fast-Paced Game Style ein bisschen anpassen. Also ihr kennt doch bei Condor die Fähigkeit, dass wenn sie ihr Teammate anzielt, kann sie schneller laufen. Davor gab es eine Range und jetzt wurde diese Range rausgenommen. Sie kann immer zu ihren Teammates ganz schnell hinlaufen. Newcastle, seine Mobile Shield bekommt jetzt keine Damage mehr. Da werden sich die Newcastle Mains auf jeden Fall freuen. Und wenn eure Teammates sich in den Ult befinden, also hinter seinen Mauer, dann heilt sie euch 15% sogar schneller. Also diese Season ist auf jeden Fall Support Legend Meta. Was für Modis wird es geben? Es wird Trio Revival geben, Straight Shot Revival und ich denke, sie bringen dann nochmal Solo Revival. Es gibt jetzt was Neues. Es erscheint immer ein Blitz, beziehungsweise es kommt jetzt immer ein Blitz. Danach taucht ein Loot-Tick auf. Diese kleinen Loot-Tick, das erkennt man daran, dass am Himmel dann so ein Blitz ist. Da müsst ihr hinlaufen, quasi den Loot-Tick holen. Und es gibt insgesamt 25 verschiedene Fähigkeiten, neue Waffen, die man dadurch bekommt. Zwei darf ich euch verraten. Und zwar einmal gibt es eine neue Waffe, und zwar die EPG One. Das ist aus Season 1, aber auch aus Titanfall. Das ist also quasi so eine Titanfall-Waffe, Anti-Titan-Waffe. Es gibt auch in diesen Lootix so ein Perk, womit man gleiten kann, wie bei Titanfall. Wir bekommen ein neues Heirloom, und zwar ein Karambit-Messer. Aber ich habe es tatsächlich gesehen und das Krasse ist, es gibt neue Animationen, logisch, aber jede Legende kriegt auch sein personalisiertes Animation. Das neue Season wird ein LMG-Meta sein. EPG, rote Waffe, Havoc, Care Package, Longbow bekommt einen Buff, Spitfire bekommt mehr Damage, ein Buff. Devotion kommt auf den Boden ohne Turbocharger, aber dafür bekommt es einen kleinen Buff. Leichte Waffen diese Season ist absolut ein No-Go. Kommen wir zu Rank-System. Was verändert sich im Rank-System? Was sich bei Rank ändern wird, ist die Entry Cost wird sich ändern. Nicht irgendwie, dass man mehr bekommt, mehr Punkte oder sonstiges, sondern einfach, man verliert nicht so viele Punkte, wenn man mal ein Match verliert. Wenn euch das Video gefallen hat, macht das Plus weg oder abonniert. Ich bin jetzt auf Twitch und streame das neue Season und ich freue mich riesig. Man sieht